Meine Prinzessin, hast du gut geschlafen? Ja. Barbara bringt dich heute in die Schule. Halt, halt, halt. Erst wird gefrühstückt. Aber ich hab doch schon in der Küche gefrühstückt. Ja. Dann trink wenigstens noch Orangensaft. So, dann muss ich jetzt. Bis später, Grandpa. Bis heute Abend. Guten Morgen, Dad. Wo geht er hin? Bringt er Vanessa nicht in die Schule? Dein Vater geht angeln. Ach, ist ja interessant. Seit wann hat Dad eine Angel? Er hat keinen, soweit ich weiß, hat er auch noch nie eine besessen. Komm, Vanessa, wir müssen. Moment mal, kriege ich heute kein Küsschen? Aber natürlich. Bis später, Linda. Ja, bis dann, ihr beiden. Lern schön, Vanessa. Nein, keine Operation. Ich kenne das. Es würde Wochen dauern, bis ich wieder auf den Beinen bin. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Jetzt sieh doch bitte der Tatsache ins Auge. Mit einem Herzen ist das schlimmer, als wir dachten. Damit ist nicht zu spaßen. Robert, ich habe mich entschieden. Kein Krankenhaus, keine OP. Wer auch immer gesagt hat, dass Ärzte die schlechtesten Patienten sind, muss dich gekannt haben, Jack. Ich kenne die Risiken einer Operation in meinem Alter. Schließlich habe ich 40 Jahre lang meinen Beruf ausgeübt. Wenn Gott will, dass ich gehe, dann gehe ich mit oder ohne Operation. Es macht nicht so ein Gesicht. Ich werde dich noch überleben. Oh, Jack. Fangen. Ach so, die Fische beißen heute nicht. Haben bestimmt was Besseres vor. Vielleicht hättest du es unten am Strand mit einer Angel versuchen sollen. Also, Dad, sag es. Wieso schwindelst du? Du hast dein Leben lang nicht geangelt. Du meinst, ich bin zu alt, um was Neues anzufangen? Nein, du bist für gar nichts zu alt. Nur das Lügen wirst du wohl nicht mehr lernen. Also sag schon, was ist los? Irgendwas ist doch. Ja, du hast recht. Ich habe über meinen Geburtstag nachgedacht. Ich denke, ich will ihn dieses Jahr mal richtig feiern. Auch das ist was Neues. Ja, sonst wird man von dir doch schon schief angesehen, wenn man dir nur einen Kuchen backt. Ja, ich weiß. Es ist doch alles in Ordnung. Oder ist wieder was mit deinem Herzen? Nein, Linda. Es geht mir gut, wirklich. Jetzt schau doch nicht so besorgt. Ich bin einfach nachdenklich. Das darf ich doch. Wenn das auf meinen Geburtstag zugeht, oder? Natürlich darfst du das, Dad. Aber du darfst es mir auch nicht übel nehmen, wenn ich mir Gedanken um dich mache. Daniel! Hallo, Hannah. Was machst du denn hier? Ich hab dir deine Post mitgebracht. Danke. Aber deswegen bist du doch nicht extra gekommen, oder? Hier, das sind die Muster für das Würdesprojekt. Schatz, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich muss unser Essen heute Abend absagen.
Ach, Daniel. Unser 10. Hochzeitstag war vor 3 Wochen und wir haben ihn immer noch nicht gefeiert. Ich weiß, und es tut mir auch wirklich leid, Hannah, aber ich muss ganz dringend nach Frankfurt. Es gibt da Probleme mit einem Klienten. Ich musste einfach hin, verstehst du? Aber wir holen es nach, sobald ich wieder da bin, okay? Und wann ist das? Anfang nächster Woche, denke ich. Ach, Hannah, sei bitte nicht traurig. Du verstehst doch, wie wichtig gerade dieser Fall für mich ist. Ja, ja. Natürlich verstehe ich, wie immer. Also, ich muss jetzt los. Hab eine wunderschöne Woche. Viel Glück in Frankfurt. Ich weiß noch, als Hannah und ich früher mal versucht haben, die Seeschwalben anzulocken, indem wir Näpfe mit Brotkrumen auf die Fensterbank gestellt haben. Hat nie geklappt. Ich habe es nicht vergessen. Es tut mir in der Seele weh, euch so getrennt zu sehen. Linda, ich kann es nicht fassen, dass ihr es nicht wenigstens versuchen wollt, euch zu versöhnen. Es sind seither so viele Jahre vergangen. Ja, die Jahre schon, aber der Schmerz, ich fühle ihn immer noch. Du kannst Hannah nicht verzeihen. Nein, auf gar keinen Fall. Ach, Dad, wir hatten diese Diskussion schon häufig. Ich will sie einfach nicht mehr sehen. Hannah ist deine einzige Schwester, Linda. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mich der Gedanke quält, dass ihr an meinem Grab stehen werdet und euch nicht mal anseht. Was redest du da, Dad? Wir werden noch lange nicht an deinem Grab stehen. Ich wünschte, du hättest die milde Nachsicht deiner Mutter geerbt. Dann hättest du Hannah schon längst verziehen. Stattdessen habe ich deinen Sturkopf geerbt. Tja, damit müssen wir wohl leben. Ja. Meine liebe Hannah. Ich hätte dich gerne hier. Meinst du nicht, es wird Zeit nach all den Jahren? Dein Vater, Jack. Hallo, Becky. Sagen Sie bitte alle Termine für das kommende Wochenende ab. Ich fahr weg. Nein, nein, Sie brauchen nichts buchen. Ich bin mit dem Auto unterwegs. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, außer meinen Schädel zu zertrümmern. ja, man hat mir im Dorf gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen können. Und vorbei? Ich brauche dringend eine Webcam, die ich im Freien anbringen kann. Ich dachte, eine Kodak XZ oder so etwas. Vielleicht können Sie mir... Ich habe nur ein Studio, keinen Laden. Das ist schade. Aber ich könnte ein bisschen rumtelefonieren und dann... Ja, das wäre toll, wenn das ginge. Kein Problem. Ich bringe Sie Ihnen vorbei. Wo finde ich Sie? Kennen Sie das Five Roses Cottage? Das habe ich für ein paar Wochen gemietet. Ja. Ja, mein Bruder ist Makler. Aber Sie müssen mir die Kamera nicht bringen, ich kann sie auch gerne... Kein Problem, ich bin viel unterwegs. Ich bringe sie Ihnen gerne. Gut, vielen Dank. Ach ja, und wenn Sie mich im Cottage in die antreffen, dann finden Sie mich an der Vogelstation auf Berry Head. Gut, ich werde Sie schon finden. Schön. Entschuldigung, Thomas Williams. Linda Hewitt. Gut, also... Ach, zum Glück habe ich das Fernglas gerade abgelegt. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo. Hallo.
Ja, hier ist die Webcam. Oh ja, danke. Ich glaube, die legen wir lieber hier ab. Ist wirklich sehr nett, dass Sie sich den weiten Weg hier rausgemacht haben. Bin gerne draußen. Das müssen Sie eigentlich verstehen als Ornithologe. Wollen Sie mal sehen? Ja. Da drüben. Wir untersuchen Ihr Nest und das Sozialverhalten. War mir gar nicht so bewusst, dass unsere Vögel so interessant sein könnten. Ja, ich fand sie immer eher unscheinbar. Ja, man muss halt genauer hinsehen, um zu erkennen, was für faszinierende Flugkünstler sie sind. Ein schöner Ort, um zu arbeiten. Ja. Ein bisschen einsam vielleicht. Ich meine, Sie müssen doch wohl bei Wind und Wetter hier draußen sein. Naja, dafür habe ich ein richtig schickes und gemütliches Cottage. Und manchmal bekommt man einen netten Besuch, den man gern wiedersehen möchte. Schauen Sie mal da. Danke, danke. Danke. Was hast du selbst gebastelt? Ja, in der Schule. Ist ja wunderbar. Das Gute an der Blume ist, die verwelkt nicht. Ach, das ist, danke dir, Vanessa. Das ist ja entzückend, danke. Danke euch allen, danke. Entschuldigung. Süße. Wie geht's Ihnen? funktioniert die Webcam? Oh ja, sehr gut, danke. Überhaupt gefällt es mir ziemlich gut hier. Ich finde es viel wärmer und intensiver als in Oxford. Ach ja? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Bitten Sie nicht auch, dass es langsam ein bisschen albern wird mit diesem Zufall? Wie wäre es denn mit dem Schicksal ein wenig auf die Sprünge helfen? Gehen Sie heute Abend mit mir essen? Gern, nur... Ihr Mann ist dagegen. Sagen Sie nicht, dass ich recht habe. Nicht mein Mann. Mein Vater hat heute Geburtstag. Zu dem Sie und Ihr Mann natürlich hingehen. Also ich schon, aber einen Mann gibt's nicht. Wunderbar, dann wäre das ja geklärt. Und jetzt sagen Sie mir, wann Sie Zeit für mich haben. Morgen? Übermorgen? Und bitte nicht erst nächste Woche, das könnte ich nicht aushalten. Heute Abend? Ja. Kommen Sie doch einfach heute zu uns. Mein Vater war sein Leben lang neugierig auf interessante Menschen und sein bester Freund im College war Vogelkundler. Ich weiß nicht, so ein Geburtstag. Wenn Sie sich nicht trauen, schade. Ich habe sonst nämlich erst wieder in 2 Wochen Zeit. Das ist entschieden zu lang. Also, 7 im Lilac House. Ich werde da sein. Ach, und Linda. Ich freue mich wirklich sehr. Essen wird später. Sag mal, Barbara, könntest du noch ein Gedeck mehr auflegen? Ich rate noch einen weiteren Gast, ist doch in Ordnung, oder? Ach, sicher. Es ist doch dein Geburtstag. Ich weiß sowieso nicht, wer all diese Menge essen soll. Wer ist es denn? Kenn ich ihn? Das ist eine Überraschung. Eine Geburtstagsüberraschung. Und Dad, wie fühlst du dich an deinem Geburtstag? Hervorragend. Das könnte gar nicht besser sein. Schön. Kann ich was helfen? Ja, du kannst den Salat waschen, wenn du magst. Barbara, würdest du so nett sein, ein Gedeck mehr aufzulegen? Ich habe noch einen Gast, einen Bekannten, also einen Ornithologen eingeladen. Du hast doch nichts dagegen, Dad. Das ist ein wirklich interessanter Mann. Ornithologe. Wenn du ihn interessant findest, werde ich ihn bestimmt auch interessant finden. Ja, und ich bin froh, dass noch jemand kommt. Bleibt wenigstens nicht so viel übrig. Ja. Check. Auf
Auf der M5 in Richtung Torquay, Abzweig Freeport, 20 Kilometer Stau. Es gibt keine Umleitungsmöglichkeiten. Weitere Staumeldungen liegen uns nicht vor. Wir wünschen weiterhin gute Fahrt. Hallo, schöne Blumengärtnerin. Auch. Hallo, Thomas. Was ist das nur, dass immer, wenn wir uns begegnen, ein Unfall passiert? So schlimm war es doch bis jetzt nicht, oder? Eher aufregend. Jede andere Form der Begegnung wäre ja geradezu langweilig. Genau, und langweilig soll es doch nun wirklich nicht werden, oder? Ich werde alles tun, damit es spannend bleibt. Ah, oh, schön. Ja, die müssen Sie gleich einpflanzen. Ja. Tut's weh? Bist du auch eingeladen? Mom, wer ist das? Ich bin Thomas. Und du? Ich bin Vanessa. Das ist meine Mom. Deine Mom war so nett, mich zum Geburtstag einzuladen. Was dagegen? Schon okay. Aber dafür kriegt sie danach von dir einen Kuss. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Kommt jetzt, ich hab so einen Hunger. Ja, ja. Worauf wartest du? Wir sollten die Suppe servieren. Immer mit der Ruhe. Wir warten noch einen Moment. Mr. Williams, erzählen Sie doch mal von Ihren Beobachtungen hier in Freeport. Übrigens, so vor 100 Jahren auf dem College hatte ich einen Freund, der war auch Ornithologe. Ein ganz besonders wortkarger Zeitgenosse. Aber wenn es um seine Vögel ging, war er unheimlich gesprächig. Seine Spezialität waren Greifvögel. Bitte, Dad, uns hängt allen der Magen schon in den Kniekehlen. Linda. Weißt du was, ich helfe Barbara jetzt beim Servieren. Entschuldigung. Es tut mir leid, das ist wirklich nur noch ein paar Minuten. Das kann nicht lange dauern. Übrigens. Also, was soll ich machen? Dann trag jetzt die Suppe auf. Und hat immer auf andere. Hallo, Linda. Dad hat mich eingeladen. Habt ihr das nicht besprochen? Nein, haben wir nicht. Schön, dass du da bist, Anna. Herzlich willkommen in Lilac House. Ach, Barbara. Barbara, sag mal. Hanna. Tada! Mein Mädchen! Na, endlich! Ich dachte schon, wir müssen Suchtrupps losschicken. Alles, alles Liebe zum Geburtstag, Daddy. Ich danke dir. Und tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Ich stand eine Ewigkeit im Stau. Ach, du Ärmste. Hauptsache, du bist jetzt hier. Der ist übrigens für dich. Danke dir. Na? Ist meine Überraschung gelungen? Komm. Alle werden sich freuen, dich zu sehen. Daddy. Meinst du wirklich, dass das so eine gute Idee war? Hättest du Linda nicht wenigstens vorwarnen sollen? Nein. Manche Menschen müssen zu ihrem Glück gezwungen werden. Und ich sage dir, es ist ein Glück, dass du endlich wieder zu Hause bist. Komm, alles Weitere wird sich finden. Vanessa, kommst du mal? Hanna, darf ich dir Vanessa vorstellen? Vanessa, das ist deine Tante, Hanna. Hallo. Hallo. Bist du wirklich meine Tante? Mhm. Wirklich. Komm, setzen wir uns. Liebe Gäste, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Obwohl wir alle schon mächtigen Hunger haben, will ich zwei Worte sagen. Ich bin sehr froh, dass ihr heute alle hier seid. Ganz besonders freue ich mich, dass Hanna gekommen ist. Es ist umso schöner, dass wir sie lange nicht hier hatten in Lilac House. Herzlich willkommen, Hanna. Und dass wir alle heute hier zusammen sein dürfen, das ist mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Seid alle herzlich willkommen. Du hast ja gar nichts zu trinken. Ich hole dir was. Thank you.
ist einfach weggegangen. Geht's Ihnen nicht gut? Doch, doch. Ach, das ist eine so lange Geschichte. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ist das nicht traumhaft? Ja. Wann sehen wir uns wieder? Wir sehen uns doch gerade. Nein, ich meine, allein und Ihre ganze Familie drumherum. Ich muss die ganze Zeit an Sie denken. Was ziemlich schlecht für meine Arbeit ist. Ehrlich gesagt, mir geht's genauso. Danke, Jack. Es war ein wunderschöner Abend. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend für dich. Robert, ich sage dir, so zu feiern, wenn die Familie endlich wieder zusammen ist, das ist ein Lebenselixier. Ja. Gute Nacht, Linda. Bitte sagen Sie, Barbara, das Essen war immer vorzüglich. Das sage ich ihr. Gute Nacht, Doktor. Vielen Dank. Gute Nacht. Vielleicht hätte ich dich wirklich vorwarnen sollen. Aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst, du könntest plötzlich in Urlaub fahren wollen, wenn du hörst, wen ich eingeladen habe. Ja, mir blieb fast das Herz stehen. Plötzlich war alles wieder da. Die Enttäuschung, der Schmerz, die Wut. Als hätte ich gerade erfahren, dass sie mit Daniel weggegangen ist. Linda, das Leben ist weitergegangen. Du hast eine so wundervolle Tochter, Vanessa. Das Beste, was ich habe. Wenn du doch lernen könntest, zu vergeben. Die Zeit würde auch deine Wunden heilen. Denk nicht an gestern. Das Leben ist jetzt. Fang an, es zu genießen. Heute. Ach, hier seid ihr. Ich wollte gerade ins Bett gehen. Ich wollte dich nicht vertreiben. Linda, bitte. Es war so schön, euch endlich wieder an einem Tisch zu sehen. Eure Mutter wäre überglücklich. So glücklich, wie ich es bin. Nichts könnte wichtiger sein, als euch endlich versöhnt zu sehen. Könnt ihr das verstehen? Natürlich verstehe ich das. Wann glaubst du mir endlich, dass ich dir damals nicht wirklich wehtun wollte? Nein, natürlich nicht. Es war einfach so über dich gekommen. Plötzlich hast du gemerkt, dass du ohne meinen Verlobten nicht mehr leben kannst. Ich bitte dich, Hannah, das ist lächerlich. Linda, versuch doch einfach, ihr zu glauben. Schenk es mir zum Geburtstag. Also gut, Daddy, weil du Geburtstag hast. Ich kann dir nichts versprechen, ich werde es versuchen. Schon, dass du es versuchen willst, macht mich glücklich. Ich danke dir, Linda. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe fast vergessen, wie schön und friedlich es hier ist. Der Trubel in London hat dich ein bisschen blass gemacht, mein Mädchen. Geht es dir wirklich gut? Wie geht es Daniel? Ich habe so viel zu tun, dass ich manchmal gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Das ist bei Daniel natürlich genauso. Der will doch jetzt Partner in seiner Kanzlei werden. Das kostet Zeit und Nerven. Vor allem meine Nerven. Naja, kommen auch wieder bessere Zeiten. Klingt nicht sehr überzeugt. Ich habe so viel für das Zusammenleben mit Daniel geopfert, dass... Gebe ich doch jetzt nicht einfach auf. Du musst doch nichts beweisen, nicht mal dir selbst. Du hast doch immer schon ganz genau gewusst, was du wolltest. Sei also nicht zu stur. Mancher hat schon aus Sturheit seine wirklichen Wünsche aus den Augen verloren. Gute Nacht, Hannah. Thank you.
Hey, guten Morgen. Ah, hallo. Na, sind Sie auch Frühaufsteherin? Ja, diese frühen Morgenstunden sind die einzige Zeit am Tag, die ich für mich habe, seit Vanessa in der Schule ist. Und das Laufen hilft beim Nachdenken. Nachdenken, ja? Worüber denn? Über mich etwa? Typisch Mann. Sie meinen immer, es gibt nichts anderes, über das man nachdenken kann als Männer. Ich denke jedenfalls nur an dich. Komm, ich will dir was zeigen. Hey, nicht so schnell, Miss Hubert, ich bin keine Gänse. Stell dich nicht so an, wir sind schon da. Wunderschön. Leid, Linda, es ist sein Herz. Er wollte nicht ins Krankenhaus. Ich musste den Krankenwagen wieder wegschicken. Aber was hat er wieder? Einen Infarkt? Er wird doch wieder gesund, oder? Ich befürchte, ich kann nichts mehr für ihn tun. Es tut mir leid. Es ist gut, Linda. Alles ist gut. Nein. Daddy, lass mich nicht allein. Mach dir keine Sorgen. Du bist nicht allein. Ich bin sehr froh, dass Anna wieder da ist. Seid nicht traurig, Linda. Jetzt habt ihr euch. Dagegen entschieden. Aber warum? Er hat doch so gern gelebt. Ich verstehe es nicht. Wieso wollte er sich nicht operieren lassen? Mein Gott, Linda. Daddy war doch selber Arzt. Er hat doch gewusst, was nach so einer Operation auf ihn zukommen würde. Dr. Falk hat gesagt, er hat ganz genau gewusst, dass die Operation das Anfang vom Ende ist. Genau das wollte er nicht. Schwach und pflegebedürftig sein. Aber ich hätte mich doch um ihn gekümmert. Ich hätte alles für ihn getan. Dad hat so oft darüber gesprochen, wie manche seiner Patienten an Maschinen hängen. Für ihn hatte Leben etwas mit Würde zu tun. Was willst du damit sagen? Dass du besser weißt als ich, was Dad wollte? Du hast doch keine Ahnung, du hast ihn doch jahrelang nicht gesehen, dich einen Dreck um ihn gekümmert. Nur weil ich dich nicht gesehen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich zu Dad keinen Kontakt hatte. Streiten wir jetzt darum, wer Dad besser gekannt hat? Du kommst mit einer solchen Frechheit! Euer Vater hat sich nichts mehr gewünscht, als euch versöhnt unter seinem Dach zu sehen. Könnt ihr nicht wenigstens heute versuchen, euch nicht zu streiten? Oh
Linda. Es tut mir so leid, ich hab's gerade erfahren. Sein Herz hat versagt. Er hatte seit Moms Tod Herzprobleme. Vor 3 Jahren bekam er einen Herzschrittmacher. Danach ging es ihm wieder gut, dachten wir zumindest. Aber er hat uns allen etwas vorgemacht. Und ich, Idiotin, ich habe ihm geglaubt. Ich habe einfach nicht gemerkt, wie krank er ist. Komm, lass uns wohin gehen, wo wir reden können. War, dass ihr Kopf den Baumwipfel überragte. In dem Moment kam eine Vogelmutter angeflogen, um einen Nistplatz zu suchen. Nach kurzer Besichtigung entschied sie sich für Alices seidene Haarpracht und baute ein Nest darauf und flugs legte sie 3 Eier hinein. Wie werde ich denn nun... Hallo, Mom! Tante Anna liest mir gerade eine spannende Geschichte vor. Das ist nett von deiner Tante, aber nicht nötig. So, mein Schatz, ab ins Bad. Vanessa hat mir die Stelle gezeigt, bis zu der ihr gekommen seid. Was soll das? Vanessa ist mein Kind. Lass sie in Ruhe. Ich dachte nur... Verstehst du nicht? Du hast nichts mit ihr zu tun. Absolut nichts, ja? Gute Nacht, Vanessa. Deine Mutter liest dir bestimmt weiter vor. Gute Nacht, Tante Anna. Na, wie geht's dir, meine Große? Tante Anna hat gesagt, Grandpa ist im Himmel. Ja, da hat sie wohl recht. Er ist sicher beim lieben Gott. Aber warum? Weil der liebe Gott es so wollte, mein Schatz, und Grandpa sehr krank war. Ich denke, er hat deinen Grandpa sehr lieb gehabt. Ich habe immer Grandpa doch auch so lieb gehabt. Ja, ich auch. Weißt du, alle Menschen, die in den Himmel kommen, leben weiter. Und zwar durch uns, wenn wir ganz, ganz oft an sie denken. Und sie weiter in unserem Herzen behalten, bleiben sie bei uns. So wie Grandma. Grandpa ist jetzt bei ihr. Die sind zusammen. Ist das gut? Ja. Tante Hanna ist nett. Hallo? Hanna, was passiert? Wieso weinst du? Nein. Wann? Oh Gott, es tut mir wirklich leid. Ja, natürlich komme ich. Ich sage alle Termine ab und komme so schnell es geht. Was? Ich hab dich gar nicht erwartet, Hanna hat doch gesagt, dass du in Frankfurt bist. Linda, mein Beileid. Ja, schade, dass wir uns unter so traurigen Umständen wiedersehen müssen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber ich finde, du hast dich überhaupt nicht verändert. Du bist immer noch genauso schön wie früher. Ich kann meine Schuhe nicht finden. Daniel, ich dachte schon, du kommst zu spät. Hallo, Schatz. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid um deinen Vater. Kommst du denn? Sag mal, hat Linda inzwischen ein Kind? Kochst du bitte? Die anderen warten schon.
Der Mensch, der mit uns gelebt hat, kann uns nicht genommen werden. Er wird durch seinen Geist und seine Liebe, die er Zeit seines Lebens an seine Familie und Mitmenschen weitergegeben hat, immer präsent sein. Amen. Wir werden dich sehr vermissen. Mögest du in Frieden ruhen, Jack Hewitt. Stören. Hanna, wann fahrt ihr wieder? Morgen nach der Testamentseröffnung. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich fühle mich ja auch alles andere als wohl. Du wirst mir niemals verzeihen, oder? Wieso sollte ich jemandem verzeihen, der mein Leben zerstört hat? Das wollte ich nicht. Du warst nach Moms Tod der Mensch, dem ich am meisten vertraut habe. Du hast mich hintergangen. Ich sag dir was, sowas ist unverzeihlich. Ich bin froh, wenn du endlich wieder weg bist. Irgendwie seltsam, findest du nicht? Ja, man denkt, es ist alles wie immer. Das Haus, der Park, das Meer. Und trotzdem hat sich wohl einiges verändert. Hast du geglaubt, dass ich nur in deinem Leben etwas ändern würde? Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass du mittlerweile eine Tochter hast. Wirklich hübsches Mädchen. Und sie hat deine wunderschönen Augen. Ist dieser Thomas ihr Vater? Wieso willst du das wissen? Wie alt ist sie? 8? Oder eher 9? Lass mich in Ruhe, Daniel. Meine Familie geht dich nichts an. Wieso willst du mir nicht sagen, wer der Vater ist? Weil es dich nichts angeht. Ganz einfach. Sie ist erschöpft, Susanne. So habe ich mir meine Rückkehr nach Lilac House nicht vorgestellt. Er weiß es nicht, hä? Du hast es ihm wirklich nie gesagt. Linda wollte das doch nicht. Und überhaupt, was hätte das geändert? Das hätte doch alles nur viel komplizierter gemacht. Und was jetzt? Der kann doch schließlich rechnen. Ich weiß es nicht. Ich wünschte, wir wären längst wieder in London. Ach, weil alles viel besser ist? Na, immerhin ist es da ein bisschen weniger kompliziert. Gute Nacht, mein Liebling. Gute Nacht. Schlaf gut. Du auch. Gute Nacht, Daniel. Barbara? Es war ein anstrengender Tag. Ich gehe dann auch gleich ins Bett. Hast du es gewusst? Hast du gewusst, dass Linda ein Kind hat? Ja. Du weißt sicher auch, wer der Vater ist. Was habt ihr euch dabei gedacht? Dass ihr mir mein Leben lang meine Tochter vorenthalten könnt? Hanna, das gibt's doch nicht. Wie konntest du so etwas tun? Ich dachte, dass dich das gar nicht so interessiert. Du hast doch immer gesagt, du willst keine Kinder. Ja, aber das ist etwas anderes. Dieses Kind ist nun mal da. Verstehst du? Das ist eine völlig andere Situation. Ich habe Linda gesagt, dass wir morgen nach der Testamentseröffnung sofort nach Hause fahren. So, meine Damen, ich werde nun den letzten Willen von Jack Hewitt bekannt geben und ihn verlesen. Mein Vermögen geht an meine Töchter zu gleichen Teilen, an Linda Hewitt und Hannah Fawkes. 10.000 Pfund gehen an Barbara Corner, meine langjährige Haushälterin und Freundin.
Was mein Anwesen betrifft, Lilac House, so ist mein letzter Wille folgender. Ich wünschte mir seit langem, meine beiden Töchter Linda und Hannah wieder versöhnt zu sehen. Deshalb vererbe ich Lilac House den beiden zu gleichen Teilen. Doch nur unter einer Bedingung. Sie haben einen Monat zusammen miteinander unter einem Dach in Lilac House zu leben. Das verstehe ich. Was soll das heißen? Lassen Sie mich fortfahren, dann wird es sich klären. Sollten meine Töchter sich weigern, diesen, meinen letzten Willen, zu erfüllen, fallen sowohl das Haus wie auch das dazugehörige Grundstück an die Immobiliengesellschaft South Invest, welche das Anwesen zu veräußern hat, um mit dem Erlös die britische Herzstiftung zu unterstützen. Ja, aber das kann doch nicht wahr sein. Er kann doch nicht von uns verlangen, dass wir in dem Haus zusammen wohnen. Ist es möglich, dass... Ich meine, kann es sein, dass mein Vater ein bisschen verwirrt war, als er das Testament geschrieben hat? Was redest du da? Dad war völlig klar im Kopf. Du hast ihn doch selbst noch erlebt. Wie kannst du sowas auch nur denken? Das hier ist der letzte Wille Ihres Vaters, aufgesetzt in meinem Beisein. Seien Sie also ganz unbesorgt ob der Authentizität des Dokuments. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mit meiner Schwester unter einem Dach wohnen. Können wir nicht vernünftig darüber reden? Nein, nein, das werde ich nicht tun. Von mir aus soll das Haus ansonsten fallen. Ich kann dich nicht mehr sehen. Entschuldigen Sie bitte. Ich sage Ihnen heute noch Bescheid, ob wir Dads Wunsch erfüllen können. Linda! Linda! Herrgott, jetzt warte doch mal! Das kannst du nicht im Ernst wollen! Was, dir das Haus wegnehmen? Tut mir leid, so sehr hänge ich nicht an Lilac House, als dass ich mich derart verbiegen würde. Jetzt sei doch mal vernünftig, Linda. Lass uns lieber in Ruhe überlegen, was wir tun können. Ich sag dir, was du tun kannst. Nimm Daniel und verschwinde. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mir sowas antun. Ich hasse sie, ich will sie nicht sehen. Ich bin froh, wenn sie endlich wieder weg ist. Vanessa hat mir erzählt, dass du hier bist. Du hast gehört, was mein Vater sich für einen Scherz erlaubt? Ja, Barbara hat es mir erzählt. Was hast du vor? Du wirst das Haus doch nicht aufgeben, oder? Ich kann mit Hannah nicht länger als eine Nacht unter einem Dach sein. Ich kann das einfach nicht. Linda, es geht doch nur um ein paar Wochen. Außerdem, was hast du für ein Problem mit deiner Schwester? Ich finde sie wirklich nett. Ist sie auch, im Prinzip. Wenn sie einem nicht gerade den Verlobten wegnimmt. Was, Daniel? Du warst mit Daniel verlobt? Ist lange her, vor 10 Jahren. Wir waren verlobt, wir wollten heiraten. Und die Hochzeit ist geplatzt. Dank Hannah. Und du kannst dir nicht verzeihen. Liebst du Daniel noch? Nein, natürlich nicht, nein. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn damals richtig geliebt habe. So ist es gekränkte Eitelkeit, weil er dich damals verlassen hat. Wenn es nur um mich ginge. Vanessa, sie ist Daniels Tochter, ja? Ja, er hat es bis gestern nicht gewusst. Vanessa ist mein Kind. Ich wollte nicht, dass Daniel jemals von ihr erfährt. Das war vielleicht ein bisschen unrealistisch gedacht. Das ist es ja gerade. Wenn ich mit ihr in Lilac House wohne, wird er auch da sein. Er wird seine Tochter sehen, er wird sich einmischen. Ich will das nicht, Thomas. Vanessa ist das Einzige, was ich habe. Ja, vielleicht ist Daniel ja auch vernünftig und sieht ein... Vernünftig? Daniel? Der war noch nie vernünftig. Er ist immer ein maßloser Egoist gewesen. Oh Gott, ich habe so eine Angst, dass er mein Leben noch einmal zerstört. Linda. Linda, du bist so eine starke Frau. Ein Mann wie Daniel kann dir doch nichts anhaben, hm? Ich finde, du solltest dich der Situation stellen. Oder wirst du dein Leben lang Angst haben, ihm zu begegnen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, Jack. Es ist, als wäre er immer noch hier, hm? Ist er wohl auch. Solange die Sache mit euch und dem Haus nicht geklärt ist.
Hat er geglaubt, dass er Linda und mich zu unserem Glück zwingen kann? Da hat er sich getäuscht. Linda hasst mich. Und du? Ich, als ob es um mich ginge. Ich will einfach nur wieder weg hier, so schnell wie möglich. Ich kann Jack verstehen. Er hat wohl geglaubt, ihr seid erwachsen geworden und wisst, was wichtig ist im Leben. Das Haus? Du meinst, dieser alte Kasten ist so wichtig? Das alte Kasten vielleicht nicht, aber das, wofür er steht. Dein Vater hat dieses Haus für sich und seine Frau gekauft und für euch Kinder. Dieser alte Kasten, wie du so schön sagst, war eine Zuflucht. Ein Heim, in dem ihr euch sicher und geborgen fühlen solltet. Das haben wir auch. Ihr beide liebt das Haus. Und ich weiß, dass du es die ganzen Jahre schrecklich vermisst hast. Und das wollt ihr einfach so aufgeben? Dad hat mir mal erzählt, wie er und Mom das Haus zum ersten Mal gesehen haben. Er hatte gerade mit seiner Familie gebrochen, weil die Mom nicht akzeptieren wollten. Die beiden hatten keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Und dann haben sie dieses Haus gefunden. Es war alt und ein bisschen verfallen. Aber sie haben ein richtiges Schmuckstück draus gemacht und waren immer glücklich. Einen Monat. Mein Gott, das werdet ihr doch wohl schaffen. Macht es eure Eltern zuliebe. Bitte. Von mir aus. Probieren wir es. Aber nur unter einer Bedingung. Du lässt mich in Ruhe. Und Vanessa auch. Das Haus ist groß genug, wir können uns aus dem Weg gehen. Morgen. Bist du schon auf? Ich konnte nicht so lange schlafen. Ich habe schon mal Frühstück gemacht. Guten Morgen. Ich habe eine Idee, Schatz. Wir frühstücken heute auswärts, ha? Oh ja. Ja. Bis später. Linda, jetzt stell dich doch nicht so an. Von mir aus gehe ich aus der Küche. Kein Problem, wir sind schon weg. Findest du es nicht ein bisschen albern? Du kannst doch das Kind nicht ohne Frühstück aus dem Haus schicken. Das ist mein Kind. Was es kann oder nicht, weiß alleine ich. Alles wieder erkannt. Es ist herrlich. Es hat sich nichts verändert. Es ist genauso schön wie früher. Komm, erzähl mir von dir. Wie geht's dir denn so in London? London ist herrlich. Ich liebe diesen Großstadttrubel. Die Atmosphäre ist ein absoluter Traum. London auch immer sehr geliebt. Aber hier? Hier ist mein Zuhause. Ich liebe diese Ruhe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte mich in letzter Zeit ein bisschen aus den Augen verloren vor lauter Arbeit. Ich habe mir auch immer ein Kind gewünscht. Aber Daniel will ja nicht. Überhaupt scheint er das Bedürfnis nach was Beständigem gar nicht zu haben. Geschweige denn zu verstehen. Tut mir leid für dich, Hannah. Okay, Linda, dann lass uns Klartext reden. Ich bin Vanessas Vater und ich habe ein Recht auf mein Kind. Das hast du nicht. Und Vanessa hat ein Recht auf ihren Vater. Ich sag dir mal was. Ich habe mir meine Situation damals nicht ausgesucht. Du warst es, der mich verlassen hat. Vanessa ist ein wunderbares Mädchen. Ich hätte einen Vater gewünscht, einen, der sich kümmert, der für sie da ist. Den gab es aber nicht. Also haben wir uns arrangiert. Es geht Vanessa sehr, sehr gut. Und ich werde nicht zulassen, dass du jetzt kommst und alles durcheinander bringst. Aber ich will doch Vanessas Leben nicht durcheinander bringen. Ich möchte doch nur... Mein Gott, verstehst du denn nicht? Ich will nur wissen, wer sie ist. Was für ein Mädchen sie ist. Womit sie spielt. Was sie mag und was sie nicht mag. Worüber sie weint und lacht. Linda, sie ist meine Tochter. Und ich möchte, dass sie weiß, dass ich ihr Vater bin. Zu spät, Daniel. Vanessa denkt, ihr Papa ist im Himmel. Das ist nicht dein Ernst. Du hast Vanessa gesagt, sie sei tot? Ja, was hätte ich tun sollen? Ihr sagen, dass ihr Dad mit meiner Schwester abgehauen ist. Ich gebe zu, du hast es wirklich nicht leicht gemacht damals, aber... Warum hast du mir damals nicht gesagt, dass du schwanger bist? Ich wäre doch... Warst zu mir zurückgekommen wegen des Kindes? Das glaubst du doch selbst nicht, Daniel. So, und jetzt geh bitte. Das Thema ist für mich erledigt. Linda, ich warne dich. So leicht lasse ich mich wirklich nicht abhängen. Na? Wie geht's im Leilighaus? Habt ihr euch schon die Köpfe eingehauen? Das ist nicht witzig.
Ich muss unbedingt verhindern, dass Daniel sich mit Vanessa beschäftigt. Ich hoffe ja, dass wenigstens er bald wieder nach London zurückfährt, aber im Moment lungert er einfach nur den ganzen Tag im Haus herum. Was willst du tun? Das ist es ja gerade. Die letzten Tage bin ich mit Vanessa dauernd unterwegs gewesen. Am Strand, im Kino, sogar im Zirkus in Newquay waren wir. Und jetzt geht das nicht mehr. Ich habe ein paar wichtige Fototermine, die habe ich sowieso schon wegen Dads Tod verschoben. Jetzt sind die Kunden ungeduldig. Morgen muss ich abgeben. Ich würde mich ja heute Mittag um sie kümmern. Was? Aber du hast doch auch... Ja, ich hole sie von der Schule ab und dann fahren wir ins Cottage. Ich habe sowieso noch ein paar schriftliche Arbeiten zu machen und da kann ich auch gut und gerne ein Auge auf Vanessa haben. Das würdest du tun? Vanessa ist genauso süß wie ihre Mom. Herr Vanessa, wie sieht's aus? Magst du Limonade? Oder lieber Tee wie ich? Limo ist prima. Ja, und Keks dazu? Engel, geht's dir gut? Schau, was Thomas mir geschenkt hat. Ein Elefant? Ja, für den Ponyhof. Oh, was hat denn ein Elefant auf einem Ponyhof zu suchen, ha? Huh? Ah, ich fürchte, wir müssen Thomas ein wenig Nachhilfe geben. Aber er hat sich doch dort versteckt, weil die haben ihn im Zirkus ganz schlecht behandelt. Und deswegen hat er sich dort versteckt. Ach, so ist das. Na, dann kann er ja froh sein, dass er hier unterschlüpfen kann, ha? Huh? Ich glaube, er fühlt sich da sehr wohl. Mama, ich glaube, Thomas ist sehr nett. Wir haben heute das Schlupfverhalten der Möwen beobachtet. Und morgen will er mir ihre Nester zeigen. Ich glaube wirklich, er ist sehr nett. Finde ich auch. Es kann doch wirklich nicht so schwierig sein. Es handelt sich doch nur um einen einfachen Kaufvertrag. Was? Nein, ich kann hier im Moment nicht weg. Ja, ja, gut, ich verstehe. Da muss ich eben doch kommen. Musst du weg? Mike stellt sich immer wieder fürchterlich an. Ich muss heute noch fahren, aber ich sehe zu, dass ich so schnell wie möglich wieder da bin. Das musst du gar nicht. Ich komme schon alleine klar. Oder es geht dir gar nicht um mich. Es geht dir um Vanessa. Warum nicht? Sie ist schließlich meine Tochter. Daniel, was soll denn das? Was hast du vor? Ich meine, wir leben in London, das Kind lebt hier. Jetzt pass mal auf, Hannah. Du und Linda, ihr habt mich beide hintergangen. Denkst du vielleicht, ich lasse mir sowas einfach gefallen? Du machst alles kaputt. Warum kann's nicht immer so sein? Kann's schon, wenn's nach mir ginge. Vanessa hat es jedenfalls hier gefallen. Sie schläft wie ein Stein. Ich mein's ernst, Linda. Nach der Enttäuschung mit Daniel hatte ich mir geschworen, mich niemals mehr auf einen Mann einzulassen. Er hat mir wirklich das Herz gebrochen. Du hast doch Daniel längst überwunden, oder? Es ist Zeit für... Für? Ich glaube, du hast es verdient, geliebt zu werden. Ich glaube, ich muss Vanessa jetzt nach Hause bringen. Lass sie doch schlafen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir wissen es beide, oder? Thank you.
du mir vielleicht mal sagen, was du da machst? Ich bin sicher, dass Daddy meine Kinderbücher hier oben aufgehoben hat. Du meinst unsere, ja? Natürlich hat er sie aufgehoben. Glaubst du wirklich, du bist die Einzige, die sich daran erinnert? Ich habe sie schon längst runtergeholt. Ich dachte nur, ich habe die Bücher so geliebt. Ich auch. Und Vanessa hat ihre Freude daran. Dazu musst nicht erst du kommen. Tut mir leid. Es war vielleicht ein bisschen unüberlegt von mir. Hör zu, Vanessa und ich, wir kommen gut klar ohne dich und ohne Daniel. Ich will mich doch gar nicht in euer Leben einmischen. Ich hätte einfach nur gerne ein bisschen Kontakt zu Vanessa. Wieso? Damit sie dich schon kennt, falls Daniel versucht, sie mir wegzunehmen? Verdammt, Hannah, wieso schafft ihr euch keine eigenen Kinder an? Lasst Vanessa in Ruhe. Ja, das tue ich ja notgedrungen. Du verhinderst ja, dass ich sie auch nur sehe. Wozu auch? Es geht nur darum, Dads letzten Willen zu erfüllen. Obwohl ich es wirklich für eine Zumutung halte, was er von uns verlangt. Hast du dir schon mal überlegt, dass er recht gehabt haben könnte? Dass es tatsächlich eine Katastrophe ist, dass wir es nicht schaffen, uns zu verstehen? Die Verbindung zwischen uns habe nicht ich zerstört, sondern du. Und du weißt genau, dass ich mir nichts mehr wünsche, als dass alles wieder so wird wie früher. Tja, das ist eben der Unterschied, ich nicht. Du bist wirklich von so einer unglaublichen Ignoranz. Wir sind die Albaner, ich habe sie gefunden. Wo ist denn Hannah? Ich habe für sie Fotoalben rausgesucht. Wieso? Was will sie mit den Fotos? Sie gehören ihr nicht. Sie gehören euch beiden. Aber sie kann sie sich doch wohl noch ansehen. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst, Linda? Ich kann es nicht. Ich kann ihr nicht verzeihen. Ich sehe sie an und sofort ist dieser Schmerz wieder da. Ich bin wieder das überglückliche junge Mädchen, das gerade erfahren hat, dass es schwanger ist und es ihrem Freund sagen will. Ich mache die Tür zu seinem Büro auf und da sehe ich ihn, wie er meine Schwester küsst und dann... Tja, meine Damen, das sieht gar nicht gut aus. Ich fürchte, jetzt ist es soweit. Das auch noch. Was soll denn das heißen? Fürs Erste haben Sie wieder Strom. Aber um ehrlich zu sein, was ich hier gesehen habe, gefällt mir gar nicht. Tja, die gesamten Leitungen sind aus dem letzten Jahrhundert, vermutlich aus den 40ern. Ich habe Ihrem Vater immer und immer wieder gesagt, dass wir alles erneuern müssen. Und das wird nicht billig, meine Damen. Wie viel? 1.000, 5.000, 10.000. Naja, das ist ein großes Haus. Das wissen wir. Aber sind Sie sicher, dass man nicht einfach einen neuen Sicherungskasten einbaut und dann... Das habe ich jahrelang so gemacht. Aber irgendwann ist auch mal Schluss. Jeden Tag, den Sie noch warten, macht das Ganze noch teurer. Glauben Sie mir, Sie werden hier nicht mehr froh. Beim nächsten Kurzschluss steht hier vielleicht alles in Flammen. Sie bekommen in den nächsten Tagen von mir einen Kostenvoranschlag.
Aber Sie können sich schon jetzt auf eine hübsche Summe vorbereiten. An Ihrer Stelle würde ich es mir schwer überlegen, ob ich noch so viel Geld in so einen alten Kasten stecke. Jetzt hören Sie aber auf, Sie wollen uns nur erschrecken. Ich meine, die Elektrik ist ja noch das Geringste. Aber die ganzen Wasserleitungen und vor allem das Dach. Williams? Hey! Henry, Bruderherz! Ah, wann denn? Ja, pass auf, dann ruf mich einfach an, wenn du da bist, und dann gehen wir zusammen was trinken, okay? Ja, gut. Ich freue mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Hi, Linda. Geht's dir gut? Natürlich auch, Vanessa. Ich habe keine Zeit, ich muss ins Studio. Ich muss dir auch nur was sagen. Ich habe mit einem Familienrechtler gesprochen. Was? Ein Freund von mir, der ebenfalls Anwalt ist. Die Chance, das Besuchsrecht für Vanessa zu bekommen und ein Teil des Sorgerechts stehen sehr gut. Das würdest du nicht wagen. Warum nicht? Vanessa ist schließlich auch meine Tochter. Warum willst du alles nochmal kaputt machen? Wenn es dir um Vanessa ginge, würdest du einfach alles so lassen, wie es ist. Vielleicht geht es mir gar nicht nur um Vanessa. Was? Linda, denk doch mal nach. Also ich finde, wir waren ein wirklich tolles Paar damals. Na, und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch eine klasse Familie werden können. Bist du verrückt geworden? Hallo, du bist mit Hannah verheiratet. Ja und? Aber du bist die Mutter meines Kindes. Klingt ja alles ziemlich spannend, was du da über die Schwalben erzählst, Bruderherz. Und was glaubst du, wie lange wirst du hier noch zu tun haben? Das sind Langzeitbeobachtungen. Warum fragst du? Naja, ist eine schöne Gegend hier. Ich habe da ein paar Objekte im Auge. Du weißt schon, kaufen, renovieren, weiterverkaufen. Ich habe allein aus London Dutzende von Anfragen. Dann scheint es dir richtig gut zu gehen mit der Firma. Cheers. Was für Objekte sind das? Ich kann dir einen Prospekt erlassen. Sag mal, denkst du etwa darüber nachzukaufen? Naja, ich denke schon. Ich überlege ernsthaft, ob ich mich vielleicht hier niederlasse. Wirklich? Hat das was mit deinem Job zu tun? Hast du nicht immer gesagt, du willst frei sein und dich nicht festlegen? Also, was ist los? Wirst du alt? Eine Frau. Williams? Linda? Was ist passiert? Ja, klar, ich komme sofort. Ja. Tut mir leid, Henry, ich muss weg. Naja, ich habe auch noch einen Termin. Mach's gut, kleiner Bruder. Soll ich dir was sagen? Du hast recht. Mich hat's tatsächlich erwischt. Und ich glaube, diesmal habe ich wirklich die Richtige gefunden. Linda! Ich hab's so satt. Immer wenn's gerade so aussieht, als könnte es gut werden, geht wieder alles schief. Was ist denn los? Was los ist? Unser Haus ist in einem miserablen Zustand. Das Haus ist doch tipptopp. Von außen, ja. Die Elektrizität ist im Eimer. Die Heizung ist aus dem Mittelalter. Das Dach fliegt beim nächsten Sturm weg. Es wird alles ein Vermögen kosten. Oh Gott, das ist wirklich zum Verzweifeln. Jetzt habe ich diese verflixten 4 Wochen mit Hannah praktisch geschafft. Und jetzt sieht's so aus, als wäre alles umsonst gewesen. Wir können das Haus überhaupt nicht halten. Jetzt beruhige dich mal. Es wird bestimmt eine Lösung geben. Und wie? Nein. Am besten ist, wir verkaufen. Wieso muss bei mir immer alles schief gehen? Hey. Wie wär's denn, wenn ich euch helfe? Du? Und wie sollte das gehen? Ich kann euch das Geld für die Modernisierung geben. Wieso solltest du das tun? Vielleicht, weil ich dich liebe. Weil ich alles tun würde, damit du nicht so verzweifelt bist. Du bist verrückt, das könnte ich nicht annehmen. Linda, ich liebe dich. Ich denke über eine gemeinsame Zukunft nach. Ja, aber ich... Wenn du mich fragst, ihr solltet dieses Haus endlich verkaufen. Ja, wahrscheinlich. Das ist doch nur alles reine Sentimentalität. Du bist ja immer noch da. Ich vermute, so schnell wirst du mich auch nicht loswerden. Ich habe übrigens noch mal mit meinem Anwalt telefoniert.
Er hat mir dringend geraten, einen Vaterschaftstest zu machen. Daniel. Tja, den werde ich vor Gericht brauchen, wenn es um das Sorgerecht geht. Das willst du nicht wirklich tun. Natürlich will ich das. Es sei denn, du lässt es zu, dass ich meine Tochter so oft sehe, wie ich möchte. Das könnte dir so passen, Vanessa auch ins Unglück zu stürzen. Linda. Was? Vielleicht sollten wir das Haus tatsächlich verkaufen. Möglicherweise löst das auch noch andere Probleme. Thomas hat angeboten, uns zu helfen. Ach, und wie will er das machen, der Herr Ornithologe? Möchte vielleicht für dich sein Sparschwein knacken? Oder hat am Ende ganz andere Interessen? Im Gegensatz zu dir ist Thomas ein Mensch, der auch an andere denkt. Nicht nur an sich selbst. Klar, ihr Fleißigen. Und, wie geht's beim Rechnen? Super. Sie hat bis jetzt keinen Fehler gemacht. Oh, ich bin stolz, meine Süße. Ich komm gleich wieder. Sag mal, hast du was? Ich hab mir nicht vorstellen können, dass ich mal von hier wegziehen soll. Dass mir bei dem Gedanken fast das Herz bricht. Soll das heißen, ihr gebt wirklich auf? Thomas würde mir das Geld für die Modernisierung leihen, aber... Was heißt aber? Das ist doch wunderbar. Ist es das wirklich? Ich meine, ich würde mich doch unheimlich von ihm abhängig machen. Was ist, wenn wir feststellen, dass wir gar nicht zusammenpassen? Liebst du ihn? Ja, dann ist doch alles klar. Du hast ja recht, es ist wirklich alles klar. Wir lieben uns. Ich würde ihm auch helfen, wenn er Probleme hätte. Sag mal, kannst du vielleicht noch ein bisschen nach Vanessa sehen, bitte? Ich muss zu Thomas. Geh nur. Du kannst bleiben, solange du willst. Oh, Linda, schön, ich wollte dich gerade anrufen. Was hast du dir so gedacht, was? Dass du über mich ganz einfach an Lilac-Haus herankommst? Was? Ich verstehe nicht. Oh Gott, wie blöd musst du mich halten. Da muss man nur was von Liebe säuseln und schon verliert Linda Hewitt den Verstand. Aber da hast du dich geschnitten. Du wirst Lilac-Haus nicht bekommen. Linda, was redest du denn? Fass mich nicht an. Draußen macht Hausaufgaben. Ja, ja. Was ist denn los? Ich habe keine Lust mehr. Ich hau ab. Was ist denn passiert? Mir ist einfach alles zu viel. Wohin ich mich wende, ist nur Lug und Trug. Von wem sprichst du denn? Doch nicht von Thomas, oder? Doch, von ihm. Es geht ihm gar nicht um mich. Er hat nur versucht, auf einfache und billige Weise an das Haus zu kommen. Aber wieso denn? Was soll er denn für ein Interesse daran haben? Erinnerst du dich an South Invest? Die Firma, an die das Haus fallen sollte, falls Hannah und ich es nicht geschafft hätten. South Invest gehört Henry Williams. Und das ist Thomas' Bruder. Ja, und? Ja, verstehst du nicht? Dieser Henry hat Lilac House nicht bekommen. Jetzt hilft ihm eben Thomas. Und ich habe wirklich geglaubt, es ging ihm um mich. Ich hab so satt. Mom, wo fahren wir eigentlich hin? Ich habe einfach Lust, ein paar Tage wegzufahren. Weißt du, mal wieder nur wir zwei. Ich dachte, wir gehen in unser Lieblingshotel. Das mit den tollen Ponys? Genau das. Wir machen das in verschiedene Tage, hm? Oh ja. Und Thomas? Kommt der auch mit? Thomas, der muss arbeiten. Ach, schade. Wenn Sie zu Linda wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sie ist nicht da. Ich muss dringend mit ihr reden. Tja,
Das tut mir leid. Wie gesagt, sie ist nicht da. Soweit ich weiß, hat sie auch gar kein Interesse an ihm. Sind sie gar nichts an, wo ist sie? Sie verstehen nicht. Sie will nichts von Ihnen wissen. Meine Güte, ist denn das wirklich so schwer zu begreifen? Ich bin jetzt wieder da. Was wollen Sie mir persönlich sagen? Sie wollen nicht verstehen. Jetzt passen Sie mal auf. Wir sind jetzt eine Familie. Linda ist die Mutter meiner Tochter. Können Sie sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie jetzt anderes im Kopf hat als Sie? Naja, Linda und ich, wir waren uns mal sehr nahe. Ich meine, was gibt's da Naheliegenderes, als dass wir es noch einmal miteinander versuchen? Wir sind beide reifer geworden. Und im Interesse unserer gemeinsamen Tochter haben wir beschlossen, es noch einmal miteinander zu versuchen. Sie wissen doch, die Zeit heilt alle Wunden. Und alte Liebe rostet nicht. Soll ich das wissen? Ich habe getan, was ich konnte. Läuft jetzt in eine Richtung, mit der ich nichts mehr zu tun habe. Du kannst Linda ausrichten, dass ich an Leilekhaus nicht mehr interessiert bin. Sie kann damit machen, was sie will. Und wenn sie hier mit Daniel leben will, dann kann sie endlich mit ihm glücklich werden. Hannah, wie kannst du sowas sagen? Linda will ganz sicher nichts mehr von Daniel. Wie auch immer. Ich werde mich von Daniel trennen, so oder so. Gut. Aber was ist mit Linda? Sie ist deine Schwester. Sie will's aber nicht mehr sein. Und was willst du sein? Wir haben uns immer füreinander verantwortlich gefühlt seit Mams Tod. Ich habe sie so geliebt. Und ausgerechnet ich war diejenige, die sie unglücklich gemacht hat. Ich kann verstehen, dass sie mich hasst. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass sie mir verzeiht. Aber das wird nie passieren. Aber jetzt kannst du ihr helfen. Und vielleicht doch wieder mal was gut machen, ja? Wie denn? Sie redet doch nicht mal mit mir. Linda vielleicht nicht. Aber sprich mal mit Thomas. Okay, was willst du zuerst? Schwimmen gehen oder was essen? Oder willst du gleich zu dem Pony? Gleich zu dem Pony. Ja, aber wir packen ganz schnell noch aus. Komm, dann gehen wir rein. Hallo, hier ist die Mailbox von Linda Hewitt. Sie können nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Danke. Linda, bitte, ruf mich an. Es ist alles zu erklären. Ich wusste nicht, dass mein Bruder Interesse an Leilekhaus hatte. Es kann doch nicht sein, dass du alles hinwirfst wegen eines so dummen Missverständnisses. Linda, bitte. Linda liebt Daniel nicht. Sie wird niemals mit ihm zusammenleben. Sie will nicht mit mir reden. Ich hatte keine Ahnung, dass mein Bruder an Leilekhaus interessiert war. Als ich meine Hilfe angeboten habe, ging es wirklich nur um sie, aber offenbar glaubt sie mir das ja nicht. Vielleicht hat sie Angst. Vielleicht ist es einfacher, davonzulaufen, als sich auf jemand einzulassen. Sie meinen, das kam mir gerade recht, mich als Betrüger zu sehen. Linda hat, also seit der Geschichte damals, niemandem mehr vertraut. Ich nehme an, sie hat einfach Angst, nochmal so enttäuscht zu werden. Bitte, Thomas. Bitte geben Sie nicht auf. Was soll ich denn machen? Ich weiß ja nicht mal, wo sie ist. Barbara hat mir die Hoteladresse gegeben, in dem Vanessa und Linda oft sind. Gut, mein Schatz. Sag nichts, hör mir einfach zu. Nein,
Ich habe einfach keine Lust mehr, Entschuldigungen zu hören. Es ist vorbei, Thomas. Und du bist richtig froh drüber, was? Was soll das? Linda, du bist feige. Du hast Angst, dich zu verlieben, dich zu binden, dich fallen zu lassen, weil es in dein Weltbild passt, sind alle gegen dich. In dem Moment, als du die Chance gehabt hast, dich auf mich einzulassen, da warst du doch froh, dass es einen Grund gab, es nicht zu tun, oder? Sei Quatsch, ich hab dich doch geliebt. Ach ja? Um mir bei der ersten Gelegenheit zuzutrauen, dass ich dich hintergehe? Linda, ich liebe dich. Mir ist Leilighaus völlig egal. Mir geht's darum, dass du glücklich bist. Verstehst du das nicht? Das geht nicht. Ich kann das nicht. Warum können wir den Thomas nicht zum Essen einladen? Tut mir leid, aber Thomas, er hat keine Zeit, weißt du? Ist er weggegangen wie Grandpa? Nein, mein Schatz. Ich glaube, er ist noch bei der Vogelstation. Dann können wir ihn noch einladen. Das geht nicht, Vanessa. Er hat einfach viel zu viel zu tun. Ach, schade. Henry, du bist das. Du, ich kann im Moment nicht telefonieren. Was hast du? Ein Haus für mich? Nee. Also ich glaube, es hat sich erübrigt. Ich werde wohl nicht bleiben. Ja, vielleicht hast du recht. Ich habe ein unruhiges Herz. Ja. Ich rufe dich an, ja? Bis dann. Tschüss. Aufpassen, ich muss ganz, ganz dringend weg. Selbstverständlich. Bin mal wieder da. Thomas? Thomas! Hilfe! Thomas! Hilfe! Oh,
machst du hier? Ich denke, du wirst mich nicht mehr sehen. Ich hatte so ein Gefühl, dass was nicht stimmt. Oh Gott. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Oh Gott. Ja, Linda Hewitt hier. Ein Krankenwagen, bitte schnell zur Vogelwarte Berryhead. Gut, danke. Linda. Linda, ich liebe dich. Kannst du das nicht einfach akzeptieren? Wir könnten doch glücklich sein. Du brauchst dich doch nur fallen lassen. Du... Was? Nichts, nur ja. Wir können glücklich sein. Ich liebe dich auch. Tausendmal ja. Und, was sagen die Ärzte? Hast du die ganze Zeit hier auf mich gewartet? Glaubst du wirklich, ich würde zu Hause sitzen und warten, ob du dich noch mal meldest? Wäre mir viel zu unsicher. Geht's deinem Bein? Naja, es ist zum Glück nur angebrochen. Oh, Gott sei Dank. Sag mal, erinnerst du dich, was du zu mir auf dem Felsen gesagt hast? Was meinst du? Keine Ahnung. Oh, ich war so aufgeregt, da sagt man schon mal was. Einfach so. Denkst du an was Bestimmtes? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe ja gesagt. Oder? Kann es sein, dass ich dich gefragt habe, ob du mich heiraten willst? Ja. Bis morgen. Schönen Abend. Hanna, ich... Was willst du? Hanna, bitte, lass uns reden. Und lass sie erklären, dass... Ich habe kein Interesse mehr an deinen Erklärungen, Daniel. Es ist vorbei, endgültig. Was soll denn das heißen? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich meine, das kannst du doch nicht machen. Hanna, findest du das jetzt nicht alles ein bisschen übertrieben? Daniel, unsere Ehe war doch schon lange nichts mehr als eine Farce. Wir haben Linda so unglücklich gemacht und sind darüber selber unglücklich geworden. Und alles im Leben hat seinen Preis und den müssen wir jetzt eben bezahlen. Gott möge uns vergeben. Aber Hanna, ich bitte dich, dass... Du gehst jetzt besser. Du hörst von meinem Anwalt. Wiedersehen. Ich hab doch gesagt, du sollst gehen. Hallo, Hanna. Thomas, was machen Sie denn hier? Ich bin nur gekommen, weil ich mich bei Ihnen bedanken wollte. Sie haben mir ein paar wichtige Dinge über Linda gesagt. Wahre Dinge. Und weil ich Sie um etwas bitten wollte. Um was? Wir wollen dich bitten, unsere Trauzeugin zu werden. Und... Komm nach Hause, Hanna. Bitte. Ich vermisse dich. Schon so lange. Vor den Augen Gottes und vor den Augen aller hier Anwesenden haben Linda und Thomas soeben versprochen, einander zu lieben und zu ehren. Bis an das Ende ihrer Tage. So besiegelt eure Liebe nun mit dem Anstecken der Ringe. Und ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau.